Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute an, was hinter Kryonik. Ich habe jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Aber was dahinter steckt, dass sich Menschen, also Superreiche in dem Falle, einfrieren lassen, um sich irgendwann in naher Zukunft aufwecken zu lassen, sodass sie dann weiterleben können. Ein 14-jähriges Mädchen hat vor Gericht erstritten, sich einfrieren zu lassen, weil sie Krebs hatte. Und mehrere hundert Menschen haben sich bereits einfrieren lassen. Doch wie will man sie eines Tages ins Leben zurückholen? Wie sinnvoll das ist und wie die Technik dahinter genau funktioniert, darum geht's heute. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Ich find's sehr interessant. Dieses ganze Thema mit Superreiche lassen sich für eine Milliarde Euro einfrieren, weil sie eh kurz vorm Tod stehen. Und irgendwann, wenn die Medizin soweit ist, in 100, 200 oder 1000 Jahren, werden sie wieder aufgeweckt und können am Leben gehalten werden. Oder der Geist oder die Seele kann am Leben gehalten werden. Das ist schon höchst interessant, weil gerade Leute, die, glaube ich, Angst vorm Tod haben, also ich gehöre jetzt nicht so doll dazu. Ich habe Angst, dass Menschen, die mir nahestehen, sterben. Ja, aber vor meinem eigenen Tod habe ich jetzt nicht so viel Angst. Das soll jetzt nicht lebensmüde klingen. Aber ich glaube, das ist, merkt man ja eh nicht. Man ist ja dann weg. Aber dieses Nichts kann sich der Mensch, oder zumindest ich, kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja nicht so, ey, es ist dann dunkel und ich denke noch, sondern es ist ja gar nichts mehr da. Ich denke nicht mehr, ich existiere nicht mehr, ich fühle nichts mehr. Ich kann mir nichts mehr vorstellen, ich sehe nichts mehr. Das ist so, ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele sehr beängstigend ist. Sich einfrieren zu lassen ist mittlerweile ein großer Trend. Die genauen Zahlen von Menschen, die derzeit eingefroren sind, sind dennoch relativ schwer zu ermitteln. Ich habe da aber mal bei CryoSwiss, einem Schweizer Unternehmen, nachgefragt. Bei den drei größten Unternehmen, das sind Alka und Cryonics aus den USA und Kryorus aus Russland, befinden sich derzeit insgesamt 396 verstorbene Menschen in eiskalten Stickstoffbehältern. Krass. Allein bei Alcor haben bereits etwa 1300 noch lebende Menschen die Verträge unterzeichnet, dass sie das nach ihrem Tod auch wollen. Die Branche boomt. In Deutschland geht das übrigens noch nicht, was einfach mit der Rechtslage zusammenhängt. Aber was hat es mit dem Einfrieren auf sich? Ist es überhaupt jemals möglich, aufgetaute Menschen wieder zum Leben zu erwecken? Was ich nicht verstehe ist, warum geht's in Deutschland nicht? Also jetzt nicht, dass ich das jetzt machen will. Man darf doch selber eigentlich über seinen Körper entscheiden, wie man möchte, wenn man im vollen Umfang über sein Gehirn, sein Gedächtnis und seine Fähigkeiten verfügt. Klar, wenn man jetzt irgendwie psychisch am Arsch ist, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr richtig denken kann, wenn man Demenz hat, irgendeine Gehirnkrankheit, was weiß ich was, irgendeinen Schaden, dann sollte man das natürlich nicht entscheiden dürfen. Dann hat man halt Angehörige, denen man die Vollmacht erteilt, die das entscheiden. Aber wenn ich doch jetzt mit 27 Jahren sage, ey, guck mal, ich will eigentlich gerade nicht mehr leben in der heutigen Zeit. Ich habe hier eine Menge Geld, friert mich ein, in Ordnung. Dann soll ich das doch selbst entscheiden dürfen, meiner Ansicht nach. Das Einfrieren von Organismen und einzelnen Organen wird Kryonik genannt. Bereits 1967 hat sich der erste Mensch namens James Bedford einfrieren lassen. Vor fast 50 Jahren. Aber wie funktioniert das sogenannte Kryonisieren von Menschen denn genau? Erstmal, es ist gesetzlich verboten, lebende Menschen einzufrieren. Eizellen, menschliche Embryonen, Stammzellen oder Spermien zum Beispiel, die werden ja schon seit Ewigkeiten eingefroren und dann irgendwann wieder aufgetaut, aber die sind halt lebend. Der Mensch dagegen, der muss klinisch tot sein, wenn er eingefroren wird. Sobald das der Fall ist, muss es ganz, ganz schnell gehen. Der Körper, der wird erstmal durch künstliche Beatmung und eine Herzdruckmassage weiter mit Blut und Sauerstoff versorgt, um die Organe und die Körperzellen und natürlich in allererster Linie auch das Gehirn künstlich, solange es geht, am Leben zu erhalten. Das ist schon höchst interessant, ne? Es hat auch was sehr Unromantisches, weil der Tod hat ja eine gewisse Romantik. Das Leben ist vorbei, man hat gelebt und Ende. Dass man sich dann irgendwann wieder aufwecken lässt, ich weiß noch nicht, ob ich das wollen würde. Weil, keine Ahnung, stellt euch mal vor, ihr sterbt irgendwann und alle Menschen, mit denen ihr euer Leben lang zu tun hattet, Freunde, eure Eltern sind eh schon alle tot. Und ihr lasst euch einfrieren und lasst euch dann in, keine Ahnung, 200 Jahren wieder aufwachen. Ihr habt doch mit niemandem mehr etwas zu tun. Klar, vielleicht lassen sich eure Freunde auch einfrieren und lassen sich dann auch wieder aufwecken. Und dann leben wir alle im Jahr 2030, das wäre einfach in 6 Jahren, leben wir alle im Jahr 2300 plötzlich wieder und chillen dann da wie so Rentner irgendwie auf dem Spielplatz mit dem Kölsch in der Hand. Das wäre schon ein Lachkick, aber boah, es ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Würde man den Menschen einfach so, wie er ist, einfrieren, würde das Wasser in unserem Körper zu Eiskristallen gefrieren, die mit ihren spitzen Kanten die Zellen zerstören und Gewebe zerreißen. Ja, deswegen, es ist schon sehr aufwendig. Also ich will jetzt nicht klingen wie so ein Mediziner oder Chemiker, der da irgendwie krass Ahnung von hat, aber muss natürlich irgendwie schaffen, dass es, weil einfach nur einzufrieren, das ergibt ja keinen Sinn. Das könnt ihr, also du könntest jetzt nicht einfach in den Tiefkühlschrank legen oder so, um Gottes Willen. Nur damit irgendwas länger haltbar ist oder so. Das ist ja genauso wie mit Lebensmitteln, ne?
wenn du ein Lebensmittel, Brot beispielsweise, an der Oberfläche hast, also ganz normal in der Küche liegen hast, ist es am wenigsten haltbar. Im Kühlschrank schon deutlich länger und im Tiefgefach am allerlängsten, teilweise 1-2 Jahre. Genauso ist es ja auch mit Menschen, nur dass ein Mensch halt lebt und ein Brot nicht. Super Vergleich, Luca. Deshalb wird bei der Kryonik der Körper nicht einfach eingefroren, sondern vitrifiziert. Das heißt quasi verglast. Das Frostschutzmittel, was sich ja jetzt in den Arterien befindet, schützt die Zellen und verhindert die Eiskristallbildung. Krass. Durch flüssigen Stickstoff wird der Körper enorm schnell runtergekühlt, auf minus 130 Grad Celsius. Ach, deswegen dieses Frostschutzmittel so schnell hart wird, dass der Körper quasi einen glasartigen Zustand annimmt. Irre. Minus 130 Grad. Mein Tiefgefach ist minus 8 Grad. Jetzt wird der verstorbene Patient kopfüber in einen solchen Aluminiumtank hier reingehängt. Warum kopfüber? Und zwar bei etwa minus 196 Grad Celsius. Boah. Also der Temperatur von flüssigem Stickstoff. Krass. In so einem Tank befinden sich meistens 4 Körper. In vielen aber auch bis zu 8. Und irgendwie, finde ich, ist das ziemlich gruselig. Aber warum denn kopfüber, habe ich mich gefragt. Wenn die Stickstoffkonzentration mal sinkt, wird das Gehirn am längsten gekühlt, das unten ist, wo auch der Stickstoff ist. Bis zu 8 Körper in so einer Dose da drin, Alter. Das ist ja wie die Sardinen. Wie so eine Bockwurst, Maika-Dose im Supermarkt chillen die dann da rum. Viele Menschen lassen sich übrigens nur ihren Kopf einfrieren, damit das Gehirn erhalten bleibt. So würde der Kopf dann im Fall des Auftauens auf einen Leihkörper gesetzt werden. Oder wer weiß, was es dann für künstliche Körper gibt. Ich meine, so Cyborgs oder so, das ist ja tatsächlich nicht mehr so ganz unrealistisch. Oh mein so, Gott. Jetzt wissen wir, wie das funktioniert, nämlich mit der Vitrifizierung. Aber jetzt mal ans Eingemachte. Was bringt das denn eigentlich? Glauben Kryoniker wirklich, dass man dem Tod entkommen kann? Naja, ein Gehirn ist ja einfach nur ein Computer. Man kann ja auch, ich glaube, was hat ein Gehirn an Speicherplatz? Ich glaube, 100 Gigabyte, warte, ich google mal kurz. Ein paar Sekunden später. Heute wird die Kapazität bis zu 1 Petabyte geschätzt. Das sind 1 Million Gigabyte oder ungefähr 200.000 hochaufgelöste Hollywood-Filme. Okay, da war ich ein bisschen weit weg mit 128 Gigabyte. Aber darum geht's ja, dass man eben genau die ganzen Erinnerungen, dein Denken und generell halt einfach dein Gehirn, dass man das einfrieren kann und irgendwann wieder benutzen kann. Wie halt so ein Kühlakku oder so. Wenn das Kühlakku einfach nur die ganze Zeit in der Dings liegen würde, in der Küche, dann wäre es total matschig. Wenn man es aber ins Gefrierfach packt, dann lädt es sich wieder auf und dann kann man es wieder benutzen. Für keine Ahnung wie langen Zeitraum. Und ich denke mal so, dass das dann auch mit dieser Kryonik so wäre, dass man dann irgendwie, ja, wenn man auch nur seinen Kopf da irgendwie einfriert, obwohl ich mir das echt ein bisschen eklig vorstelle, ne? Stell dir mal vor, so eine Röhre platzt, so eine Dose, wo die drin sind. Dann kommen ja so 3 Körper raus und 7 Köpfe. Sie sind überzeugt, dass in ein paar Jahren das schon möglich ist. Viele sagen bereits in 25 Jahren. Man hätte ja schließlich auch nie geglaubt, dass man mit Überschallgeschwindigkeit fliegen kann oder dass ein Herzschrittmacher funktioniert. Doch die Fortschritte der Technologie, die seien so rasant, dass es bald klappen könnte. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt der Ansicht, dass wir, also ich denke, viele von euch sind halb so alt wie ich, so 13 oder so um den Dreh. Aber ich glaube, dass wir alle es noch erleben werden, wie Menschen wiederbelebt werden, die irgendwie, keine Ahnung wann, gestorben sind. Also ich glaube, dieses Kryonikverfahren hier, das wird wirklich in naher Zukunft, wird das schon möglich sein. Weil ich meine, sowas wie die Impfstoffentwicklung für Corona, das dauert normalerweise auch 4-5 Mal so lang. Wenn sich aber plötzlich alle möglichen Leute da drauf stürzen und sehen, dass da ein Riesenmarkt ist, alle Pharmaunternehmen, dann ist es plötzlich machbar. Es ist alles eine Frage des Geldes mit der Forschung und das wird safe möglich sein. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, ich weiß nicht, wie lange es die Menschen gibt. Millionen von Jahren gibt es die Menschen. Ganz früher gab es nur ganz normal einfach so Steine und Holz und Wasser und Erde und Scheiße und Sand. Und daraus haben die einfach so das alles gebaut, was wir gerade haben. Flugzeuge, WLAN, Bluetooth, AirDrop. Ich weiß immer noch nicht, wie AirDrop funktioniert. Oder dass ich generell telefoniere mit einer Person und das einen Delay hat von so einer halben Sekunde oder so. Und diese Person ist auf der anderen Seite der Erde. Also das wird safe klappen. Jeder, der was anderes sagt, ist einfach dumm. Das wird funktionieren. Deswegen, ich finde das höchst interessant. Ich weiß, dass das Video hier 3 Jahre alt ist und dass es jetzt auch kein Thema ist von wegen, boah, was geht gerade so ab in den Medien? Oh, Oliver Pocher ist getrennt von seinen Freunden. Oh, Taylor Swift hat einen neuen Freund. Ist egal. Das interessiert mich brutal und deswegen dachte ich mir, wir reagieren da heute mal drauf. Was fehlt noch bis zum entscheidenden Tag X?
einzelne Organe können ja bereits tatsächlich eingefroren und wieder aufgetaut werden. Ja, ist auch so krass. Zumindest der amerikanische Kryobiologe Gregory Fay und sein Team, die angeblich eine bei ca. minus 130 Grad vitrifizierte Kaninchenniere wieder aufgetaut und erfolgreich in ein Kaninchen transplantiert haben. Mhm. Die eingesetzte Niere hat sich wohl schnell erholt und dann eine normale Funktion gezeigt. Auch einzelne Kleinlebewesen wie Fadenwürmer oder Egel können aus dem Tiefkühlzustand geweckt werden. Der Wurm C. elegans soll laut einer Studie von Arcor, dem größten Kryonikanbieter, sogar sein Erinnerungsvermögen behalten haben. Ich finde diesen Film Transcendence auch extrem interessant. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Da geht es darum, dass Johnny Depp spielt damit. Der ist irgendwie so ein Mathematiker oder Professor oder keine Ahnung was, irgendwie so ein Genie. Und der speichert seine Gehirnkapazität auf einem Computer mit riesigen Servermengen. Und kann dann über den Computer, wenn er eingeschaltet ist, weiterleben. Und das kann ich mir auch vorstellen. Du kannst das Gehirn, das sind ja nur Elektroimpulse, einfach anschließen irgendwo und dann lebst du halt weiter. Ich weiß zwar nicht, wie das dann klappen soll, wie man dann Sachen fühlt, weil bei mir ist es jetzt gerade so, ich hau mir hier gegen, tut weh. So nach dem Motto. Boah, ich find's total interessant. Ob das mit dem Auftauen jemals auch bei so komplexen Organismen wie dem Gehirn funktioniert, das bleibt, finde ich, sehr fraglich. Fakt ist, das Auftauen der Körper ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich. Maßgebliche Probleme sind nämlich noch ungelöst, wie zum Beispiel den giftigen Gefrierschutz wieder aus den Zellen des Körpers entfernen oder die zugefügten Schäden zu reparieren oder wie man die konservierten Menschen schonend auftaut. Okay. Ja gut, das sind halt jetzt drei gute Punkte. Ich glaube, das schonende Auftauen ist jetzt nicht das allergrößte Problem, da kann man ja einfach also ich bin ja wie gesagt kein Mathematiker, aber ich glaube, wenn man das einfach über einen Zeitraum von einem Monat von minus 150 auf irgendwie 0 Grad oder so kriegt, jeden Tag so 2-3 Grad wärmer, dann sollte das schon machbar sein. Und dann müsste es halt irgendwas geben, um halt dieses, also wie gesagt, der Körper wird ja nicht einfach eingefroren, sondern du kriegst in den Venen und Arterien so ein Frostschutzmittel oder so reingepumpt, was halt höchst giftig ist, aber nur dadurch kannst du den Körper halt am Leben erhalten. Das muss irgendwie raus, das kriegt man bestimmt auch irgendwie durchgespült mit einer Lösung, die es irgendwie bald gibt. Und die Schäden reparieren, ja gut, die müssen halt in den Kopf Löcher reinbohren, damit kein Überdruck passiert. Also es ist schon eine Menge, was da gemacht werden muss, aber ich denke mir, Digga, ein guter Kollege von mir hier aus Köln hat zwei künstliche Herzklappen und dem wurde sein Herz quasi rausgenommen und jetzt ist ein Computer in ihm drin und wenn man nahe an ihm dran liegt, irgendwie am Strand oder wenn wir chillen auf dem Sofa, hört man immer diese Klickern. Und da denke ich mir immer wieder, Digga, wenn sowas möglich ist, ne? Dann kippt dem Scheiße noch 5 Jahre, dann haben wir neue Menschen irgendwie, dann lebt plötzlich Tupac wieder. Und wie gerade gesagt, ist das Frostschutzmittel für die menschlichen Zellen toxisch. Das heißt, es müsste beim Auftauen schon wieder von allen Zellen entfernt werden, bevor neues Blut durch die Adern fließen kann. Außerdem sind die Menschen vor der eisigen Ruhe ja auf natürliche Weise gestorben. Das heißt, es gibt Krankheiten oder Probleme, die nach dem Auftauen ziemlich schnell gelöst werden müssen. Aber Kryoniker glauben, dass das irgendwann klappt, dass Medizin und Technologie irgendwann so weit sind, dass die verstorbenen Menschen zum Leben erweckt werden können. Sie glauben, dass neue Auftauverfahren, aber auch Nanotechnologien und Fortschritte beim 3D-Druck von Zellen und Organen da den Durchbruch bringen. Und tatsächlich, also ich habe mir das mit dem 3D-Druck von Organen und Zellen genauer angeschaut und das ist ziemlich vielversprechend. Wenn ihr wollt. Ja, also ich meine, es beruht ja alles auf Hoffnung. Die Leute, die sich da einfrieren lassen, wissen, ey, es geht eigentlich nicht, aber, ich meine, wenn man sich anguckt, was vor 100 Jahren hier Phase war, da waren wir ganz weit weg von Internet, von WLAN, von Fliegen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, von keine Ahnung was alles und jetzt nur 100 Jahre später, also es steigt ja auch nicht so, der Fortschritt, den wir haben, sondern es ist ja wirklich so. Und es wird ja immer krasser, was Neues kommt. Jedes Jahr kommt ja irgendeine krasse Neuheit. Allein ich habe mir jetzt hier diese Physik und generell Nobelpreise angeschaut, was die Leute da bekommen haben. Digga, was die teilweise für Sachen entwickeln. Ich bin froh, wenn ich meinen WLAN-Router ankriege. Und es gibt noch einen Punkt, den fand ich auch sehr, sehr spannend. Und zwar Nanoroboter. Die sollen eingesetzt werden und Zellen, die durch die Kryonisierung oder auch durch Alter und Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, geschädigt sind, reparieren.
Naja, neue Stammzellen könnten auch injiziert werden und alle alten und kranken Organe durch neue im Biodrucker hergestellte Organe ausgetauscht werden. Okay, das heißt, man lässt sich einfrieren. Das Einfrieren geht, das ist ja auch relativ easy gemacht, stand da ja. Aber es kommen natürlich neben der drei Probleme, der drei großen Probleme, die wir vorhin schon hatten, nämlich einerseits dieses Mittel erstmal aus dem Körper rauskriegen, dann das schonende Auftauen und die Schäden, also ne, Löcher im Kopf und alles Mögliche, was man dafür machen musste, zu reparieren. Neben diesen drei großen Problemen kommen natürlich auch noch so Sachen dazu, wie Organe müssen ausgetauscht werden. Die Organe sind natürlich, wenn eine Person mit 80 Jahren stirbt, 80 Jahre alt. Also es ist jetzt nicht mehr das Superherz, was da drin ist oder die Superlunge oder Superniere. Dann sind die Menschen natürlich erst am Einfrieren, wenn sie wirklich tot sind. Das heißt, sie sind ja an irgendwas gestorben. Wenn das jetzt im Zweifel nicht Altersschwäche ist, sondern Krebs oder eine Lungenentzündung oder ein Unfall oder keine Ahnung was, muss man auch das erstmal noch reparieren. Also es sind einige Sachen, glaube ich, vor denen die Medizin da noch steht. Und das heißt, glaube ich, es ist ja offensichtlich so. Ich bin allerdings der Ansicht, dass das irgendwann funktioniert. Und ich will nicht ausschließen, dass ich mich, wenn ich irgendwann sterbe, nicht auch einfrieren lasse. Deswegen, also ich stelle es mir schon ganz interessant vor, weil allein dafür, dass wenn die mich aufwecken und ich dann da plötzlich bin und dann sehe, wie alles, keine Ahnung, im Jahr 2100 oder so, wie dann alles so ist, wie das so chillt, wie ich so meine Kinder und Kindeskinder dann da sehe, allein dafür wäre es mir wert, für so 10 Minuten. Und dann sage ich, ja, okay, dann bin ich jetzt wieder weg, ciao. So, das fände ich schon lustig. Also, wenn euch das Video hier gefallen hat und ihr Kryonik interessant findet, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Breaking Lab hat das Video hier hochgeladen, ist selbstverständlich unten in der Beschreibung verlinkt, schaut dort gerne rein. Mal bei vorbei und wir sehen uns morgen wieder in einem neuen Video. Haut rein, ciao!